Meine lieben Meschkole, herzlich willkommen zur 11. Goschute. So lange sind wir schon beieinander. Ich hoffe, es gibt genügend Anlässe, dass ihr Schimpfe kennt, dass ihr Gosche kennt. Es lädt uns wahnsinnig freie, wenn wir heute Mittag aus diesem wunderschönen Mittag einen heftigen Mittag machen an diesem letzten Tag der Fasnacht 2011. Und zu Beginn möchte ich mal was zum Denken geben, vielleicht nehmen wir das euch zu Herzen. Meine lieben letzten Narren, die ihr es geschafft noch auszuharren, ihr, wo die letzten Meschkerle sind, Eltern, Opa und aus Kind, euch gebührt meine Hochachtung. Ihr jammeret it allheg rum, dass Fasnacht so anstrengend sei. Ihr sind halt da und bleibet dabei. Ansonsten lasst sich schon jetzt motze. Ich finde es wieder mal zum Staubsaugen. Da haben wir dieses tolle Fest. Das feiert man bis zum letzten Rest und lad it noch im Sonntagsdefilé. Flügel hänge und mag nie mehr. Fasnacht hat, ich noch mal sag, ein dritter und ein vierter Tag. Die Leute haben Zeit, ich mache es kurz, für jeden kleinen Hennefurz. Ich als Narr tu nochmals kund, feiere bis zur letzten Stund. Denn dies ist kein Event wie jeder. Manches Fest ist ungleich bläder und schaffe Leid, das was man doch langet auch noch am Mittwoch. Liebe Meschkerle aus nah und näher, komme doch ganz einfach her da. Ich sag euch jetzt feuerfrei, nehmt wahr, ihr saget, wer uns einerlei. Die 11. Goschete ist jetzt offen. Auf die Schnorre und it fortlaufen. Auf unsere Fasnacht ist es so, eins der letzten. Hono! Sage. Thorsten, vielleicht möchtest du anfangen oder soll ich dich? Nein, ich fange an. Okay. Komm. Deine letzte Chance. Ja. So, ich muss jetzt mal was sagen. Ich bin eigentlich bei dem letzten Buben für den Ton verantwortlich und den hat es mir am Donnerstagmittag bei unserer Wetten-Spaß-Aktion richtig verrissen. Da ist uns nämlich was verreckt. Und ich danke dem SWK3-Team, dass sie uns so tatkräftig unterstützen. Auch heute Mittag vielen Dank. Die Berichtigung an Südkurier ist raus, wann sie es drucken, weiß ich nicht. Vielen, vielen Dank euch. Hey, Thorsten, ich versuche, ob ich da was machen kann, dass das ein wenig schneller rausgeht, okay? Bonero! Konzerthaus. Wir konnten in Konstanz fast ein Wunder erleben.
Beinahe hätte es ein Konzerthaus gegeben. Es ist möglich, sagen alle Chöre unserer Finanzjongleure. 60 Millionen auf der hohen Kante, da freuten sich Onkel und auch Tante. Die Befürworter waren nur am Brausen, nannten die Skeptiker Banausen. 3 Wochen später fragten diese Mädchen und Knaben, womit zahlen wir die Konstanzer Hausaufgaben? Verwundert sie die Augen rieben, wo sind die 60 Millionen geblieben? Und sogleich kamen diese Lichter wieder auf den alten Trichter. Steuern hoch, Leistungen runter. Sie treiben es wirklich immer bunter. Wann endlich wird in Konstanz, ihr Lieben, eine überschaubare Politik getrieben? Wann endlich gut Plätz und Honorar? Honorar! Sagen wir in Konstanz, wenn wir noch mal gerade so gut bei Laune sind. Jetzt hätten wir ein Konzerthaus kriegen können, jetzt haben wir wieder keine gekriegt. So hat es aber bisher so tun. Ne? Wir haben das Konzil noch immer noch. Ja? 1969 hat der Kurt Köberling gesehen im Kolpinghaus, ein Stadthalt kriegen wir, dass ganz Europa sich wundert. Nun warten wir mal noch ein bisschen, so 1, 2, 3 Jahrhundert. Ne? Ja, der Helmut Fasnacht hat irgendwann mal gesagt, Kate, bis das passiert, bin ich längst ergraut. Was Konstanz plant, wird nie gebaut. Das ist wahr. Das hat uns auch gerade noch gefehlt. Gell? Wenn er bloß mal dahinter schaut, ist Schuhhaus Haug. Ne? Oh, ja. Zusammen gelöscht haben sie es ja gekriegt. Jetzt hoffe ich ja, dass sie mal zusammen Grund kriegen. Ne? Und dass die Inhaberin mal letztendlich mal ihr Bedarfsschuhgeschäft kriegt. So werden wir es auch noch verleben dieses Jahr. Ne? Ja, eben. Das hat uns auch gerade noch gefehlt. Schon wieder wird irgendwo ein Lenk aufgestellt. Eine schwere Seuche in und um Konstanz. Das Büro für Volksgesundheit gibt bekannt. Eine schwere Epidemie von septischer Lenkritis in Verbindung mit influenza-traumatischer Imperiemanie grassiert wieder mal in Konstanz und droht bodenseeweit um sich zu greifen. Zur Eindämmung dieser Volksvermummungsseuche hat das Büro für Volksgesundheit folgende Sofortmaßnahmen beschlossen. Der Bahnhof mit dem Pegelsteg bei uns in Konstanz, die Hafenanlagen von Bodmann, Ludwigshafen und weitere am Bodensee werden unter strengster Quarantäne gestellt. Ferner wird angeordnet, infizierte Personen haben zur besseren Erkennung ab sofort T-Shirts, Uhren und Kettchenanhänger mit Imperia-Symbolen zu tragen. Als Ausweis ist eine Telefonkarte mit Imperia-Aufdruck unaufgefordert vorzuzeigen. Das wegen ausgebliebener Imperia-Wahlfahrer aufgegebene Twer-Hotel nimmt als künftiges Imperia-Spital ab sofort rekonvaleszente, liegend Kranke ambulant oder stationär auf. Als weitere vorbeugende Bekämpfungsmaßnahmen werden am Konstanzer Hemd-Longo-Umzug Seuchenverhüterli in Form von alkoholhaltigen Kaugummi mit Imperia-Etiketten kostenlos an die Bevölkerung abgegeben. Weinfest-Weingläser mit aufgemalter Imperia enthalten hochprozentigen Impfstoff. Thank you.
Lektionen immer auf, aber Strauch zur Grund, fünfte Kurve tut uns und gemägelt Mäge und der alte Biberpelz fragt ob. Na, oh, na, oh, wie gewohnt, haben sich ich als verloren. Na, oh, na, oh, Lenzio. Oh, wir bedanken uns beim Felix, Lena, Laura. Felix, Lena und Laura, vielen herzlichen Dank. Ihr habt euch in Orde verdient und Honoro. Und jetzt kommt als nächstes ein weiterer Beitrag vom Laune. Laune, Laune war zuerst. Laune kommt nachher, also komm. Honoro. Honoro. Am Samstag besuchte ich, wie so viele Jahre zuvor, den Narrenmarkt auf dem Augustinerplatz. Ich war erstaunt, dass die Bühne nicht einladender für die Narren gestellt wurde. Ja. Es war einfach viel zu eng und die Spielstraße für die Kinder war zeitweise überhaupt nicht erreichbar. Von Sicherheit und Fluchtwegen keine Spur. Die war bislang eigentlich immer gewährleistet. Drum meine Bitte, die mit vielen anderen Meschkerle übereinstimmt, stellt die Bühne das nächste Mal wieder freundlicher auf, so dass es für alle zugänglicher und entspannter wird. Zum Schluss ein großes herzliches Dankeschön an alle, die trotz kurzer Nächte solche tolle Aktionen für uns möglich machen. Honoro! Honoro! Warte mal, ich bin noch gleich fertig. Also, Honoro. Hab gerade eine Einweise bekommen, wir dürfen nicht so laut sprechen. Jetzt geht es die Anlage dahinter kaputt. Nein, dieses Jahr geht es wieder, oder sagen wir mal, an unseren Rat, weil hoch, grob für die Tafel, indem ich sage, ich habe Stress bekommen. Also an unseren ehrenwürdigen Rat. Also, was mir aufgefallen ist bei der Jahreshauptversammlung, ihr lobt immer, wie geil der FZ und ihr seid so stolz auf die Fanfare, so wie gut wir spielen und Spaß haben und ihr seid halt echt stolz auf uns. Aber macht bitte mal einen Gefallen, weil ich habe euch beobachtet, auch wenn wir scheiße spielen oder wenn es euch doch trotzdem fällt, fangt doch einfach mal bitte an zu lachen und setzt euch einfach hinter in eurem Eck und trinkt euren scheiß Wein. Dankeschön, trotzdem Honoro. Was ist die ganze Wendigkeit? Was ist die ganze Wendigkeit? Sein Gift.
sie keine Leberwurst. Wunderbar. Einen Orden für unseren, wie heißt denn? Ruben. Der Ruben. Ja, super. Nächstes Jahr kommt später, gell? Jetzt kriegst du vom Uli einen Orden, guck. Wahnsinn. Los wäre, ich denke mir wünschen, dass alle Konstanzer Fasnachter zusammenheben täten und dass nicht so ein blödes Kretz immer daherkäme über uns Bühnenfasnachter, wie wenn wir etwas Besseres wären wie alle anderen. Durch alles hin und vorne verloren. Wir machen alle miteinander Fasnacht und ich denke mir wünschen, wenn wir uns die Toleranz angewöhnen könnten. Das wäre nicht schlecht. Gäbe ein gutes Bild auf außen. Wir machen eine Werbung für die Stadt weithin im Land und ich denke, darauf darf man doch stolz sein. Da muss man sich doch nicht immer alle noch von Giraffenpräsidenten und anderen anseichern, oder? Also, ja. Ich meine, gut, dass der Längli-Peter sich ein wenig vergriffen hat, haben wir schon gelöst. Ich habe ihm eine SWR-Kappe geschenkt. Er ist ganz überglücklich, er will sie mit Blumen bepflanzen. Das wäre schön, das wäre ein Wunsch, das ist jetzt nicht groß gemeckert, aber mein Wunsch wäre von Herzen, dass wir da miteinander uns als eine Gemeinschaft begreifen, die miteinander fassen machen. Ob das ein Karre ist, ein Kerl, eine Musik, eine Fanfare, eine Bühne, ein Blitz, ist doch scheißegal. Wir machen miteinander Vater und Applaus, oder? Honoro! Liebe Leute, was ihr vielleicht nicht wisst, zum großen Narrentreffen 2012 gibt es ein Glasverbot in dieser Stadt. Das ist ja alles schön. Wir werden das natürlich durchführen. Nur wer dieses Jahr am schmutzigen Dunstück über Marktstedt läuft, der glaubt dieses Thema nicht. Die Zunft wird geschröpft ohne Ende. Wir müssen uns Kappsystem kaufen. Und da unten sind wir über Zentimeter hohe Scherbenmeere gelaufen. Das kann es nicht sein, dass ein Verein viel Geld zahlen muss und der Rest nichts. Woher immer das auch kommt, ist schon eine Wahnsinnssauerei. Ja, weil so viel Geld haben wir heute. Oder? Das Zweite, was sich vielleicht gar keiner traut, da habe ich zum Sagen, ihr habt es ja auch gelesen, in Litzenstädte ist der Bär am Steppen gewesen. Dort sind Jugendliche ausgetickt und ausgerastet. Das hat definitiv nichts mit den Narren zu tun. Das hat auch nichts mit der Fasnacht zu tun. Das hat mit vielen, vielen Faktoren zu tun. Natürlich mit dem Elternhaus, das ist das eine. Natürlich mit Leuten, die denen kleine Schnaps verkaufen, in der Regel Wodka. Das wird überall neigemischt. Polizisten heute anzugreifen, das scheint Mode zu sein. Ich sage nur eins, es mag jetzt populistisch klingen. Lernt doch diese Eltern die Kosten für so einen Einsatz selber zahlen müssen. Dann ist endlich mal eine Ruhe. Das hört sich gut an, das gefällt mir. Ich glaube, ich lasse mir als Oberbürgermeister jetzt aufstellen. Aber das ist erst 2012. Alfred, wenn du mein Sozialdezernent machst, machen wir zwei Dings. Wäre eine Idee, oder? Genau. Nehmen wir den Peter Mayer noch als Baubürgermeister, oder passt nicht? Mein Motto war schon immer an der Fassung, was soll auch die Wein und die Biersauferei? Man kann mit Schnaps auch lustig sein. Mich, warum die drei so schaffen aneinander vorbei? Liebe Leute, das kann nichts geben, aber so ist es halt in Konstanz eben. Und in dem Gemeinderat, da bist du von der Socke, siehst viele wortlos an der Hocke. Da geht es mir einfach in den Grund, warum die gewählt und drinnen sind. Was sind denn das für Demokraten, die uns versprochen große Taten? Unterm Strich kommt fast nichts raus und der Bürger sieht es mit Graus. Gut Blitz und Honoro. Und jetzt noch ein Wort an unsere Jungen. Möglichst viele von euch sollten sich auch mal da herstellen, die Meinung sagen und sich wehren. Ihr glaubt gar nicht, was das für einen Spaß macht, wenn man auf dem Podium steht und sich richtig Luft machen kann. Das gibt es bloß in Konstanz hier an diesem Ort. Also machen möglichst zahlreich mit, dass unsere Kostete nur lang ein Hit bleibt und ein schöner Bestandteil von unserer Plätzle fasset. Danke im Voraus, gut Plätz und Honoro.
Das Schlusswort traditionell von mir. Ich möchte mich ganz herzlich bei allen Plätzlebuben bedanken, die in irgendeiner Form dieses Jahr positiv zum Gelingen der Fasnacht beigetragen hat. Wir haben super Wetter gehabt, mit Ausnahme in Tingen. Ich denke, insgesamt können wir zufrieden sein. Ich danke allen, finde es ganz toll, das Bekenntnis vom Alfred, dass er die Bühnenfasnachter und die Straßenfasnachter zusammenbringt. Wir müssen immer daran denken, wir müssen zusammenhalten, dass wir allen eine schöne Fasnacht präsentieren. Ich würde mich freuen, wenn wir uns heute Abend zur Verbrennung noch mal sehen würden. Wir treffen uns 19.15 Uhr hier in der Paradiesstraße, gehen dann zum Augustinerplatz, wo traditionell gegen 19.30 Uhr unsere Verbrennung stattfinden wird. Ich wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit, einen schönen Sommer. Wir hoffen auf ein Wiedersehen mit euch dann 2012 zum Narrentreffen. Unsere ganze Kraft gilt es jetzt, den Sommer auszufüllen, um hier ein tolles Narrentreffen zum 20., 21., 22. Januar 2012 auf die Beine zu stellen. Wir haben vieles vor, es läuft ganz gut und ich bin mit allen, die an dem Projekt beteiligt sind, zuversichtlich. Und frohe Nahrung und tschüss. Es ist kein Weg, es ist der Arsch.